Ja, erstmal herzlich willkommen hier beim Print Day. Auch auf diesem Wege danke an Horst für die Organisation. Ich glaube, also jedem ist verständlich, dass es nicht so ganz einfach ist, so ein Print Day oder generell so eine Veranstaltung unter den Bedingungen zu ermöglichen. Deswegen, wir sind heilfroh, dass wir endlich mal wieder Sie, euch ohne so eine Scheibe dazwischen sehen dürfen, sprechen dürfen, auch nachher beim Kaffee oder beim Essen noch. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, haben wir ja auch gleich schon wieder Mittagspause, deswegen wollen wir direkt durchstarten. Kommt einfach noch rein, gar kein Problem. Nee, jetzt ist drin. Ja, nur ganz kurz zu uns, Nexoma, wir sitzen im schönen Sauerland. Wer kennt das Sauerland? Ja, wunderprächtig. Die meisten kennen wahrscheinlich hier so Willingen oder Winterberg. Meistens vom Klischee-Denke ein bisschen. Klischee-Denke. Wir sitzen im schönen Teil hier in Richtung Arnsberg gelegen, weiter zum Ruhrgebiet. Ja, unser Vortrag heute, Babelfish 2021, wenn PIMCore und der PrintHub BM-ECAD sprechen. Sind viele Sachen drin. Schauen wir mal, Babelfish 1979. Wer kennt den Babelfish? Da ganz hinten. Ja. Okay. Horst, ich glaube, du fehlinterpretierst da ein bisschen was. Aber danke. Weißt du, welchen Tag wir heute haben? Nee, du kannst es uns sagen. Na, rat mal. Oder will jemand raten, welchen Tag wir heute haben? Sag der Seifenblasen. Richtig. Es ist heute. Und wir haben hier nicht mal eine Tasse, aber haben wir eine Tasse. Wir haben da eigentlich zwei. Okay, zwei. Starten zum letzten Mal. Ja, Horst hat es gerade hier schon gezeigt. Manche denken beim Babelfisch wahrscheinlich hier vielleicht an den Bubblefisch. Das ist eine kleine Sorte ausgefallener Goldfische. Manche denken beim Babelfisch an die Übersetzungsplattform, ist ja auch sehr naheliegend, wenn man mit Übersetzungen und diversen Sprachen dann auch arbeitet. Aber das ist auch tatsächlich gar nicht so weit weg von dem tatsächlichen Babelfisch, den wir meinen. Der sieht nämlich so aus, der von 1979, der Babelfisch. Und das ist nämlich das Original aus dem Buch oder auch dem Film Per Anhalter durch die Galaxie. Kommen wir später nochmal drauf. Und hier jetzt einmal der kurze Ausschnitt, was denn der Babelfisch ist. Der Babelfisch ist klein, gelb und blutegelartig und wahrscheinlich das Eigentümlichste im ganzen Universum. Er lebt von Gehirnströmen, wobei er alle unbewussten Denkfrequenzen aufnimmt und dann auf telepathischen Wege eine Matrix ausscheidet, die aus den bewussten Denkfrequenzen und Nervensignalen gebildet ist, die er aus den Sprachzentren des Gehirns empfängt. Der praktische Nutzeffekt der Sache ist, dass man mit einem Babelfisch im Ohr augenblicklich alles versteht, was einem in irgendeiner Sprache gesagt wird. Die Sprache, die man hört, wird durch die Gehirnstrommatrix entschlüsselt. Wir müssen es aber verdammt um. Reicht? Okay, jetzt kommen wir zu Horst, seiner Lieblingsfrage. Was hat das mit Print zu tun? Ich weiß nicht, wer jetzt genau aufgepasst hat und das jetzt auch noch nachsprechen könnte. Wir haben das auch nochmal gemacht. Also der Babelfisch ist blau-grün, gutartig und wahrscheinlich das meist unterschätzte, was es im gesamten Print-Universum gibt. Ja, deswegen der Babelfisch. Und ja, wie man eben gerade auch gehört hat, er lebt von Produktdatenströmen, die er von Content-Systemen bezieht und scheidet eine Produktdatenstruktur aus, die unabhängig von den gelieferten Strukturen sein kann. Und das schon 1979. Ja, also wir konnten ein wenig schon in die Zukunft schauen, ne? Und da könnte das zum Beispiel PIMCore sein, es könnte aber auch tatsächlich der Print Publishing Hub sein, den vielleicht auch der eine oder andere tatsächlich dann ja auch im Einsatz schon hat. Ja, und dann geht es eben darum, ja, der praktische Nutzeffekt der ganzen Sache ist, dass man mit einem Babelfisch an Bord augenblicklich auch das anbinden kann, was neben Print, was der Fokus ja auch bei dem heutigen Tag oder beim nächsten Tag auch ist, ja, was da noch so wichtig ist, ja, das kann ein BME-CAD sein mit einer ETIM-Klassifikation drin, mit einer E-Class-Klassifizierung etc. etc. Ja, also das heißt, der Babelfisch kann aus dem Content-System das rausziehen und entsprechend dann neben Print auch noch andere Dinge tun. Ja, kurzer Test, wie der Babelfisch auch bei euch funktionieren kann. Würdest du? Switchen. Genau. Wir würden an der Stelle mal von der ganzen Theorie und der durchaus sehr komplexen Struktur und des ganz wirren Wortspiels mal einfach auf die Basis zurückkommen, zu sagen, wir haben dort schon Content-Systeme dort vorhanden
Und wie können wir diese jetzt nun dazu bringen, entsprechend auch die Transformation mit dem kleinen Fisch im Ohr entsprechend durchzuführen, um da entsprechend auch dann auf BME-CAD-Strukturen und Ähnliches auszuführen. Und wir haben gesagt, wir machen das mal live. Wir hoffen auch, dass das entsprechend alles klappt. Wir riskieren das einfach mal, dass wir das wirklich auch in echt zeigen können und nicht nur einfach jetzt irgendwie so eine Folienschlacht machen. Und für uns geht es jetzt entsprechend darum, sich in unseren Babelfisch, der bei uns ein bisschen anders heißt, aber entsprechend einzuloggen und einfach mal zu schauen, wie kann ich durch so eine Datentransformation machen. Wir haben ja also eine kleine Engine, die für uns die Produktdatenströme generiert, aufgebaut. Und wir schauen einfach mal rein. Ich lasse den ganzen Kram mal drumherum weg. Wir steigen mal ein, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Wir haben jetzt hier so eine Transformation von irgendeiner Sprache X zu einer Sprache XY. Und auf der einen Seite haben wir die Quellattribute, also das ist das, was in dem Ursprungssystem mit drin ist. Wir haben jetzt mal, in der Überschrift stand ja drin, PIMCore und den Publishing Hub, gehen natürlich auch alle möglichen anderen Content-Systeme. Aber wie wir das gemacht haben, wir sind jetzt hier mal beim PIMCore und haben uns verschiedene Attribute hier aus dem PIMCore entsprechend rausgezogen, lassen sich mehrere mit ergänzen. Wir können auch so eine PIMCore-Quelle entsprechend einfach mit definieren, wenn du nochmal auf den Button klickst, wie ist der API-Key dafür, wo ist die URL von dem PIMCore-System und da kann ich entsprechend einfach das eigenständig entsprechend aufbauen. Da kann ich auch noch verschiedene Unterdetails mit anlegen, welche Product-Listings ich da drin habe, die ich in meinem PIMCore schon bereitgestellt habe. So, ich habe also jetzt verschiedene Attribute, kannst du wieder rausgehen, verschiedene Attribute aufgebaut. Wir haben jetzt hier mal ganz klassische Dinge mit Artikelnummer und GTIN und Kurztext. Ich kann auch einfach, kannst ja mal in einen reinklicken, hier in eine Langbeschreibung zum Beispiel, wo wir also sehen, wie das aufgebaut ist. Ich muss also nicht viel sagen. Ich muss entsprechend nur definieren, wie ist das Attribut. In dem Fall heißt das Long Description im PIMCore. Ich kann jetzt verschiedene Funktionen ergänzen. Kannst du nochmal irgendwas ersetzen? Komma durch oder ein Slash durch. Wie auch immer. Ist relativ egal. Also ich kann jetzt verschiedene Funktionen auf die nochmal drauf anwenden, weil ich entsprechend in meiner Ausgabe die entsprechend auch eine Transformation machen möchte, dass ich also eine Übersetzung tun muss. Also das, was der Babelfisch für uns dann eigentlich macht. Also wir schmeißen jetzt in dem Fall mal einfach ein Slash raus. Da kann ich halt verschiedene Funktionen entsprechend ergänzen. So, wenn ich das getan habe, habe ich auf meiner Zielseite hier verschiedene Attribute. Ich kann dort auch also neue Zielsprachen entsprechend mit adaptieren. Hier haben wir mal BME-Cuts in verschiedenen Variationen mit hinterlegt. Ich kann jetzt also da wird die Struktur jetzt nochmal neu aufgebaut. Jetzt kann ich anfangen, entsprechende Informationen auch zu mappen. Also ich könnte jetzt die Artikelnummer nehmen und die mal auf die Supplier-ID mit entsprechend mappen. Das kann ich jetzt mit den anderen Attributen genauso durchführen und aufbauen. Ja, das kann ich jetzt so einfach tun. Ich kann auch mehrere Attribute mappen. Ich kann da auch noch weitere Funktionen dran machen. Tatsächlich sind wir auf der rechten Seite noch einiges noch mehr am entwickeln, was da noch kommt, wo noch Abhängigkeiten mit wenn dann Beziehungen und so weiter dann kommen, dass ich sagen kann, okay, füll das bitte nur aus, wenn entsprechend auch das Ganze ein Gefahrstoff ist, dann hängt bitte das Sicherheitsdatenblatt entsprechend mit an und so weiter. Genau, das ist diese einfache Transformation. Da kann ich jetzt, kannst du ja hier nochmal rausgehen im Endeffekt. Soweit habe ich das schon getan. Also wenn ich jetzt die Informationen im PIMCore vorliegen habe, ich habe das auf der linken Seite getan, ich habe das auf der rechten Seite gemappt, bin ich fertig. Ich kann auf Prozess starten klicken und das Ganze läuft entsprechend durch. Und wir haben uns an der Stelle dann gesagt, ich glaube, Horst, wir haben auch schon mal vor einiger Zeit, ist wahrscheinlich anderthalb, also ist wahrscheinlich mehr als zwei Jahre her, wenn ich mal so drüber nachdenke, gesagt, haben ja schon viele die Printsuite angebunden und im Publishing Hub die Informationen schon vorliegen. Warum sollte ich jetzt noch eine zweite Quelle zum Ursprungssystem aufbauen, wo wir sagen, die sind doch schon alle aufbereitet, die Informationen liegen dort schon vor. Also ist das ein super schönes Content-System, das wir anbinden können und haben dann gesagt, okay, das bauen wir hier in diesem Case mal auf und stellen das heute einfach mal vor. Und wir wollten es ja vor anderthalb Jahren auch schon zeigen. Das wäre auch vor eineinhalb Jahren gegangen, wenn da nicht Corona dazwischen wäre. Ja, das war der eigentliche Grund, genau. Genau, jetzt haben wir das gesagt. Jetzt ist das hier, wir haben einfach mal jetzt ein bestehendes System genommen mit einer entsprechenden Struktur dahinter. Und da findet man dann auch hier die verschiedenen Buckets hier. Und in diesen Buckets und der Struktur, die jetzt bei den Kunden etwas komplexer ist, aber haben wir die Information genommen und können diese Attribute entsprechend dann auch nochmal abbilden. Und haben dann auch angefangen, okay, diese Attribute können wir jetzt einfach nehmen und mappen diese genauso auf meine BME-Card-Struktur
Und könnte die auch auf andere Zielstrukturen jetzt aufbauen, ob das jetzt ein ETIM ist oder ein FAPDIS oder eine DICO oder welche Strukturen es auch immer gibt. Oder auch ein Google oder ein Amazon und so weiter. Das sind alles Strukturen, die man natürlich auf der Rechenseite mit anbinden kann, wo wir auch Distributionsprozesse dahinter liegen haben, die dann entsprechend dafür sorgen, dass die Daten nicht nur einfach generiert werden, sondern auch entsprechend auf dem Zielsystem auch wieder hochgeladen werden können. Also bei Amazon entsprechende API bedienen. Oder wenn ich jetzt bei Mercantil bin, ein FTP-Upload oder ähnliches. Also genau das sind die Dinge, die damit eben entsprechend funktionieren und sich damit auch ja, voll automatisieren lassen. Also mit einem Cron-System dahinter, dass ich das auch zeitgesteuert machen kann und Daten entsprechend hochladen kann. Gut, das mal soweit in die Praxis. Wir können das, wir sind alle die beiden Tage hier. Also wir können das gerne nachher oder morgen auch am Stand bei uns diskutieren oder heute Abend beim Bier auch gerne das Ganze nochmal zeigen. Wir haben da alles da, um das auch nochmal darauf einzugehen und die Details zu zeigen. So, und wir haben, das Buch haben wir jetzt nicht so viele gelesen, das Buch ist schon mit einem eigentümlichen Humor, man muss das mögen, es ist sehr abgedreht. Der Film ist übel, nicht angucken, aber der, sorry, das ist so ein Ding. Es gibt, sorry, dass ich da einhaken muss, es gibt dazu zwei Filme. Es gibt so gesehen eine Serie und ein Film. Mhm. Und die Serie, ich glaube, in England gedreht, 70er Jahre. Das kann sein, ich kenne die gar nicht. Deswegen. Also die Serie, wenn man die mal sieht, ist so ein bisschen auch so ein bisschen Monty Python-Stil, die unbedingt anschauen. Englische Serie, ich weiß nicht, wie viele Folgen. Und fantastisch. Und dann gab es in den Film, den du angesprochen hast, vor 10 Jahren oder 12, ja. Den schaut euch nicht an. Das, ja, das genau. Aber die Serie auf jeden Fall, falls sie irgendwo mal zu sehen ist oder auf Netflix oder auf irgendeiner Streaming-Plattform. Ja. Unbedingt sehenswert. Ihr wisst dann auch, warum man immer, wenn man durch die Galaxie reist, ein Handtuch zu tragen hat. Extrem wichtige Informationen für das Film. Sie sind natürlich schnell. Ich mache das nicht hier so schnell. Warum ist das beim letzten Print, der dann auch Film ist? Also das Buch ist schon... Das Buch ist schon auch sehr visionär, wenn man eben sagt, 79 dann da gewesen, da wurden auch Tablets schon drin erwähnt. Das Tablet ist auch dieser per Anhaltung durch die Galaxis, was der, dass der, wenn der Titel schon da steht, sag ich mal, das ist eigentlich der Reiseführer, um den es geht, dass ich weiß, wenn ich mich irgendwo im Weltall bewegen möchte, dass ich weiß, wie ich damit entsprechend umzugehen habe. Da geht es dann auch um Handtücher, dass die sehr wichtig sind. In dem Buch geht es auch darum, dass die Erde weggesprengt werden muss, weil dort eine Hyperraum-Umgehungsstraße hergebaut werden muss. Und es geht, und das ist das den ganz vielen noch bekannt, das ist so ein nerdy Ding eigentlich so, dass man sagt, okay, es geht um die Zahl 42. Und das ist eigentlich also ein wichtiger Teil auch in dem Buch, weil es darum geht, so, man hat dort versucht, die Frage entsprechend zu klären, die Frage des Lebens, des Universums und von allem eigentlich. Und man hat einen Computer aufgebaut, der entsprechend gesagt hat, so, wir möchten diese Frage beantwortet haben. Und man hat dann 7,5 Millionen Jahre, hat man dann den Computer rechnen lassen und er kam dann zu einem Ergebnis bei einem großen Festtag und alle stehen davor und der Computer spuckt als Ergebnis 42 aus. Und dann große Enttäuschung natürlich und, man stellt sich, ja, das kann doch jetzt nicht sein, ja doch, das habe ich schon so ausgerechnet, ja, aber das kann doch nicht sein, ja, eure Frage war nicht so ganz so konkret, die hättet ihr nochmal genauer aufbauen müssen, aber das ist auf jeden Fall die richtige Antwort. So, was macht man jetzt? Man baut einen neuen Computer auf, der entsprechend jetzt mal die Frage nochmal erörtern soll, also die Frage herausfinden soll, um die es eigentlich bei dieser Nummer 42 entsprechend geht. Diese Frage werden wir nicht beantworten können, weil da sind wir noch nicht ganz zu Ende, weil dieser Computer wird vorausgesagt, dass er so 10 Millionen Jahre in etwa brauchen wird. Übrigens, der Computer heißt Erde, aber da wird es jetzt dann schon ein bisschen philosophisch, aber was das alles so heißen soll. Also wir sind eigentlich das große Experiment, übrigens von Mäusen getriggert, aber da ist egal. Zu viel Spoiler ist dran. Genau, wir wollten eigentlich was anderes hier beantworten. Wir wollten was anderes. Wir waren hier bei der Frage. Genau, wir haben uns nämlich auch diverse Fragen gestellt. Die Frage nach dem Großen und Ganzen, vielleicht nicht ganz so groß, aber schon auch wichtig in dem Business, in dem wir uns gerade bewegen. Wenn wir sagen, wo müssen wir uns gerade eigentlich entsprechend bewegen, in den digitalen Kanälen, in den digitalen Touchpoints. Und wir sind an der Stelle eben da, um zu sagen, so, welche Kanäle kann ich denn eigentlich noch mit aufbauen? Wir haben das Thema BME-CAD schon gehabt. Eine der Fragen. Könnte sein, BME-CAD? Wie kriege ich entsprechend den BME-CAD aufgebaut? Wir haben dort ein Szenario über PIMCore in den,
in den Publishing Hub und entsprechend in das Print. Das ist so, so, sozusagen das normale Thema, mit dem wir halt umgehen können. So, und wenn ich jetzt sage, wir wollen das Ganze entsprechend auch auf BME-Card erweitern, können wir halt sagen, wir nehmen unseren Babelfisch und bauen daraus die verschiedensten Strukturen, die entsprechend man häufig im B2B-Bereich braucht. Das ist eben klassisch so ein BME-Card. Ein ETIM ist auch eine Abwandlung von einem BME-Card. E-Class kann man auch da drin mit übertragen. Das Ganze ist eine XML-Struktur und es bezieht sich natürlich nicht nur auf den einfachen BME-Card. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass es jeder auch gerne ein bisschen sehr stark interpretiert, was denn da genau an welcher Stelle hineingehört. Das sind halt eben auch Themen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen, dass man kundenindividuelle Kataloge entsprechend auch mit ausleiten kann. Genau. Was machen wir mit Marktplätzen? Mit Marktplätzen können wir natürlich genauso umgehen. Wir bleiben bei der ganzen gleichen Content-Supply-Chain hier, die wir haben, um die Daten durchzuschleißen. Und Marktplätze kann ich natürlich auf den gleichen Weg anbinden. Ich habe die Informationen schon vorliegen und ich kann verschiedenste Marktplätze mit anbinden, die wir halt aufbauen können. Ob das jetzt ein, Amazon hatte ich eben schon erwähnt, nicht so mein Lieblingsding, aber ist leider sehr groß und sehr wichtig. Aber es gibt in Deutschland auch andere, auch gute Marktplätze, die unterwegs sind. Viele, die sich da sehr stark aufbauen mit einem Konrad und einem Otto. Mercateo ist seit langen Jahren, seit 20 Jahren, sag ich mal, am Markt und einer der größten B2B-Plätze überhaupt. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir sowas auch in Deutschland haben, um dort auch ein bisschen Paroli zu bieten gegen die totale Übermacht. Trotzdem, wir können sie auch bedienen, tun wir auch an verschiedenen Szenarien. Aus den Daten, die wir eben aus dem Publishing Hub bekommen können. Genau. BME-Card, Marktplätze, was machen wir mit weiteren Kanälen? Ja, das ist ja nicht alles, was es gibt. Wenn man sich über die verschiedenen Szenarien unterhalten möchte, habe ich halt neben dem Print auch eine ganze große Welt von weiteren Formaten. Und wenn ich international denke, wird es halt immer mehr an verschiedensten Formaten. Und eigentlich geht es ja darum, dass es auch man auf den Kunden hört. Und der Kunde, wenn der mir entsprechend sagt, ich brauche eine Excel-Liste, die in dem Format vorliegt, dann will ich da nicht lange drüber nachdenken. Und vor allem will ich es nicht jedes Mal wieder von Hand und neu machen. Das heißt, ich definiere mir einmal das Format, das der Kunde bekommt. Und danach drücke ich, oder im Prinzip der Vertriebler, das drückt nochmal auf den Knopf und sagt, okay, ich generiere ihm das gleiche Format, wie das letzte Mal, wie er es bekommen hat. Übrigens aus unserer Sicht ein ganz wichtiges Szenario zu sagen, dass das kein IT-Thema ist. Das ist ein Thema, das Liefern von Daten ist ein Vertriebsthema. Da gehört das hin. Es gehört auch ins Marketing rein. Aber es gehört eigentlich nicht in die IT. Die IT ist jemand, der die Systeme damit bereitstellt und das Know-how für den Aufbau von solchen Formaten, da kann man diskutieren. Aber den Prozess in Gang bringen, den Prozess halten und das Verstehen des Bedürfnisses des Kunden. Es geht ja nicht darum, den Produktbedarf zu identifizieren, sondern auch den Kommunikationsbedarf des Kunden zu identifizieren. Wie möchte der Kunde mit mir sprechen? Welche Daten möchte der Kunde von mir haben? Was ist in seinem Shopsystem wichtig? Wie funktioniert die Suchmaschine bei dem Kunden? Das muss ich wissen, wenn ich dem gute Daten liefern will. Wenn ich weiß, die Suchmaschine des Kunden, und wir hatten solche Beispiele, funktioniert nur über den Kurztext. Der Kurztext darf aber sehr lang sein. Dann muss ich mich damit beschäftigen. Das heißt, ich muss meine Daten anders aufbereiten. Und das ist etwas, was wir sehr stark tun, zu sagen, wir fokussieren uns auf das, was der Kunde an Bedarfen hat und erstellen diese Kataloge genauso, wie es für den Kunden gut ist. Das mache ich nicht mit jedem kleinen Krauter, der zu mir kommt, aber das mache ich natürlich mit meinen Top-Kunden. Ich habe da noch mal ein paar Babelzeug. Sehr schön. Das ist, finde ich, ein super spannendes Chart, das ihr habt. Ich glaube, ich verdecke das. Das sieht jetzt so irgendwie aus in eurem Chart, dass dann der Katalog, wahrscheinlich der klassische Katalog, halt nach dem Multi-Channel-Prinzip halt ein Abfallprodukt ist. Das ist so. Das stimmt. Ja, okay. Ich finde aber interessante Interpretation. Man hört es ja auch immer wieder, die Phrase, ihr müsst immer die Arbeit in Content stecken. Content, Content. Und das ist so wichtig. Und dann hat man eine tolle Website gebaut, dann hat man auch die Daten, die man für die Transformation braucht, um dann auf das Kurztext, der vielleicht ein bisschen länger sein kann, die Daten zu komprimieren. Und da kommen wir auf ein, finde ich, sehr, sehr spannendes Thema, haben wir bei Kunden, die sagen, hey, wir sind nur noch digital unterwegs, wir wollen im Prinzip gar nicht mehr diesen großen gedruckten Katalog. Ja. Wir sind nur noch digital, wir arbeiten mit unserer E-Procurement-Plattform hier oder mit der eigenen, mit der SAP. Und dann nach 3 Jahren Content-Arbeit.
wird man reduziert von SAP auf 40 Zeichen. Super. Klasse. Das passiert. Das passiert, ja. Und nach dem Preis kann man sortieren. Also alle Hersteller Preis sortieren. Und ich finde, da wir machen bei manchen Kunden, und deswegen finde ich dieses Katalogbeispiel da auch so super spannend, sagen wir, wir denken einen Katalog neu. Dann schicken wir einen personalisierten Katalog raus, der natürlich so gesehen die BME-Kat-Datei abdruckt, das macht jetzt mal überhaupt gar keinen Sinn, aber über Neuheiten und über Produkte, wo man weiß, was die Kunden da haben. Also der einzelne Kunde häufig kauft. Und dass man dann diese digitale Barriere von SAP 40 Zeichen durchbricht und sagt, hier schau mal, lass dich mal inspirieren von dem individuellen Katalog, ja, und du findest dann unser Produkt in deinem E-Procurement-System unter der Nummer. Das ist mir gerade nur so eingefallen und daher mir dieses Ding. Beklagt euch nicht. Nein, aber das ist ja genau auch das, was wir in dem Video gezeigt haben, in der Überbrückungsphase vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Da haben wir auch, also gerne nochmal bei YouTube, beim Printkanal vorbeischauen. Da gehen wir nochmal auf diesen Case letztendlich ein. Und das sieht ja auch so getrennt aus, das ist natürlich auch Unsinn. Also die Informationen, die ich hier drin generiert habe, sind ja Informationen, die ich in diesen digitalen Medien auch wieder mitbrauche. Das heißt, es geht ja, also den kompletten Katalog kann ich mitschicken, ein Thema. Aber bei vielen geht es ja darum, dass ich auch nochmal die Katalogseite, die ganzen visuellen Informationen mitnehme, weil es dann doch nochmal mehr Informationen ist. Und gerade das Beispiel SAP ist ein schönes, wenn man sagt, ja, ich kann halt nur diese 40 Zeichen mit angeben. In so einem System fragt man sich, okay, in welchen Zeiten leben wir denn eigentlich? Aber das ist halt so. Trotzdem kann ich dort aber ergänzende Dokumente mitliefern, also kann ich dann auch die Katalogseite mitliefern. Und da bin ich wieder bei meinem Ursprungsthema. Das heißt, das spielt schon zusammen. Und das Schöne ist ja, wenn ich es halt so hinkriege, die Daten so aufbereitet zu haben, dass ich sie eben verschiedensten zugreifen kann und wirklich auf den Kunden zuschneiden kann, dann habe ich meinen Weg schon vorbereitet. Ist natürlich nicht einfach, also alles medienneutral vorbereitet zu haben. 3 Jahre Content-Arbeit ist wahrscheinlich nichts und außerdem hört es nicht auf. Es geht ja weiter, die nächsten 3 Jahre kommen sofort und danach die nächsten. Das heißt, das hört ja nicht auf. Aber das ist halt genau das, worum es auch gehen muss. Ja. Haben wir noch eine Frage? Ja, was machen wir denn mit Preisen und Beständen und Daten, die wir jetzt in anderen Quellen haben, außer dem Print Publishing Hub, PIMCore? Die Informationen liegen hier jetzt in den PIM-Systemen teilweise mal vor. Also teilweise sind dort ja Preise und Bestände mit drin. Kennen wir aus einigen Systemen, in vielfach aber entsprechend auch nicht. Das heißt, diese Informationen liegen irgendwo in einem ERP-System mit werden dann entsprechend mit für eine Katalogausleitung mitgebracht. Das heißt, an der Stelle würde ich jetzt dann weitere Quellsysteme mitbenutzen. Das betrifft dann ja auch mal noch verschiedene DAM-Systeme oder entsprechend auch Daten aus Shop-Systemen haben wir auch schon mitbedient. Oder ganz klassisch Excel-Listen werden auch gerne noch als ergänzende Content-Systeme mit dazugelegt. Die zapfen wir entsprechend an, mischen das alles so zusammen, wie es gebraucht wird und leiten diese Daten entsprechend dann auch wieder aus. Das heißt, da spielen schon die verschiedenen Welten zusammen, weil ich eben sagen kann, meistens habe ich dann doch nochmal eine separate Quelle für verschiedenste Informationen und die kann ich entsprechend auch automatisch mit anbinden. Haben wir noch eine Frage? Ich sehe da noch eine. Ja. Was machen wir jetzt mit Geschäftsdokumenten wie Bestellungen, die wir dann generieren in den Marktplätzen? Ja, ursprünglich haben wir eigentlich gedacht, wir brauchen sowas gar nicht. Wir liefern erstmal die Produktdaten dahin und sagen dann, okay, die Welt ist für uns in Ordnung. Und kann, ja, aber wenn ihr doch schon da seid und habt die Schnittstelle zu Konrad schon gemacht, können wir nicht die Bestellung auch wieder zurückbekommen? Dann haben wir gesagt, ja, das, was wir dort haben, ist ja eine Prozess-Engine und das eine sind Content-Quellen und die Content-Quelle ist halt der Marktplatz und mein Ziel ist nachher mein eigenes ERP-System, also muss ich den Prozess eigentlich nur rückwärts denken. Und deswegen haben wir das auch genauso gesagt und sagen, okay, wir nehmen das Ganze und können uns auch mit Bestellungen, Lieferscheinen, Auftragsbestätigung, Rechnung und sowas mit beschäftigen und können die Daten umgekehrt vom Marktplatz wieder zurückschieben. Das heißt, wir bekommen Informationen auch aus den Zielsystemen. Das heißt, das ist eine Bestellung quasi, die von Konrad generiert wird oder die bei Amazon oder Mercateo generiert wird, spielen wir zurück, um sie dann wieder in das ERP-System entsprechend mit einzuspielen. Ist immer ein Step 2, weil der Anfang ist immer erstmal den Katalog hinschicken, sonst kann ich ja gar keine Bestellung mit entsprechend generieren. Aber das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir da haben. Nicht das Hauptthema, aber sicherlich auch eine, auf jeden Fall sehr spannend, eine Punkt, wenn ich die Antwort auf alle Fragen haben möchte. Genau. Ja, was ist jetzt die Antwort? Die Antwort auf alle meine Fragen wäre in unserem Fall, im Beispiel zumindest die Fragen, die wir jetzt gerade hier entsprechend gestellt haben, wäre das genau unser Catalog Express, also unser,
unser Babelfisch für die Informationen, die ich von A nach B oder von B nach A entsprechend schleusen möchte. Haben wir noch mehr Fragen? Nein, ich glaube, das war... Haben Sie noch Fragen? Ihr noch Fragen? Gibt es da auch so ein World Record System, wenn zum Beispiel mehrere Duplikate an Informationen eingespielt werden? Ich hatte eben schon kurz gesagt, dass wir Regeln definieren können. Es gibt jetzt nicht dieses klassische, so ich habe jetzt ein Modul, das heißt Golden Record und ich verarbeite das Ganze, aber dass ich sagen möchte, ich habe, und das passiert tatsächlich sehr häufig, dass ich sage, ich habe Kurztexte in verschiedenen Systemen, nimm bitte den Kurztext primär von dem System. Wenn da nichts ist, dann nimm das aus dem, dann nimm den ERP-Text oder wie auch immer. Also solche Informationen gehen dann entsprechend dann schon. Genau. Wenn Produkte in bestimmten Klassen klassifiziert sind, sagen wir jetzt Item und E-Class, sind dann da für die einzelnen Klassen bestimmte Mappings hinterlegt, die gespeichert sind. Beispielsweise eine bestimmte Klasse hat das Mapping. Wenn ich die Produkte im PIM-Core oder wo auch immer dann definiere, dass die in dieser Klasse sind, dass die automatisch das Mapping bekommen, um dann so abgebildet zu werden im BME-Card, wie sie dann auch zur Verfügung stellen. Genau, geht schon sehr tief rein, aber das heißt, ich brauche im Prinzip, wir hatten eben diese rechte Seite dargestellt, ich brauche die verschiedenen Klassen dort. Wenn ich in Amazon denke oder an Konrad Marktplatz denke, dann ist es auch pro Produktgruppe, habe ich unterschiedliche Informationen, die ich mappen muss. Das heißt, ich muss abhängig von der Produktgruppe, muss ich unterschiedliche Mappings machen. Da, genau darum geht es und dafür ist es auch mit da, dass ich genau das tun kann. Also wenn ich das Mapping nicht im PIM-System gepflegt habe, das heißt, mein ETIM, Klassifikationsschema habe ich nicht im PIM-System gepflegt, sondern ich mappe meine Attribute auf das Ziel, dann kann ich das damit auch bauen. Ja, genau. Da vorne war noch eine Frage. Ja, genau. Ich hätte noch eine allgemeine Frage zu Nexoma. Also ich komme aus Ostwestfalen, war bisher Willing auch mehr als. die Frage, also Nexoma, ein Unternehmen kannte ich bisher so nicht. Schade, ja, aber das ändern wir jetzt ja gerade. Die Frage ist, wir haben jetzt vielleicht eine Produktfacette Ihres Unternehmens gesehen. Gibt es noch mehr Produkte? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, jetzt der Bubblefish, wenn ich den jetzt sehe, gibt es andere Produkte am Markt, die mir da auch in den Sinn kommen, die sowas auch können, ne? So Datenkonvertierung, ohne jetzt andere Tiere zu nennen, ne? Die das machen und den Namen tragen. Aber was ist denn der USP, den Sie jetzt haben? Was ist jetzt so einzigartig an dem Bubblefish von Nexoma? Gibt es da irgendwas, was ich ganz eklatant von den anderen unterscheidet, das auch tun. Ja, ich gehe die Frage nach und nach. Erste Frage war ja, was wir noch machen, ne? Ja. Ja. Also, was machen wir noch? Also, historisch kommen wir eigentlich aus der Welt Lieferantenportal, also alles, was so vor diesen ganzen Content-Systemen ist, ja, um nicht von den ganzen Lieferanten alles in die Systeme reinzupumpen, sondern wir haben da, nennt sich Supplier Portal, welches dann vor den zentralen Systemen wie PIM, ERP etc. steht und dort das ganze Lieferantenmanagement übernimmt. Also sprich die Daten onboardet von den Lieferanten, die dort tatsächlich auch prüft bis ins kleinste Detail mit Abhängigkeiten voneinander und die Daten dann entsprechend da so ausleitet, dass die im PIM-System, im ERP-System verarbeitet werden können. Weil häufig ist die Herausforderung dann, dass im SAP, das ist meistens das führende System dann, dass dort die Artikelnummervergabe stattfindet und die neuen Artikel müssen ins ERP-System laufen und die bekannten halt ins PIM-System. Ja, daher kommen wir und dadurch, dass wir da natürlich die Erfahrung mit diversen Lieferanten gemacht haben, die ja dann nicht nur in das eine Lieferantenportal von Händler A, sondern auch von Händler B, C, D und dann irgendwann diese ganze Marktplatzökonomie, die aufgekommen ist, haben wir gesagt, okay, jetzt kommen die Anforderungen irgendwie auch von den Lieferanten, dass die ja jetzt diverse Strukturen liefern müssen. Und da sind wir dann beim Katalog Express gelandet, was wir jetzt gerade gesehen haben, wo wir das letztendlich machen. Sodass wir uns seitdem her immer vor und nach den Content-Systemen eigentlich nur damit beschäftigt haben. Warum jetzt PIMCore explizit darin vorkommt, wir sind also noch Silberpartner von PIMCore, das ist auch bedingt so ein bisschen aus der Historie raus, weil die ganzen, also viele PIM-Hersteller und auch viele Kunden gesagt haben, Mensch, ihr bewegt euch immer davor und danach und ihr kennt euch jetzt irgendwie mit Strukturen aus und Datenmodellen und kennt ihr auch die eine oder andere Schnittstelle, könnt ihr uns nicht ein PIM-System empfehlen oder auch eins implementieren? Da haben wir gesagt, wir verlieren damit unseren Fokus, ja, wir wollen die Prozesse vor und nach den ganzen Systemen optimieren und uns darauf beschränken. Und haben gesagt, okay, wir nehmen dann halt noch PIMCore mit als Open Source, wo wir auch selbst dann einiges noch selbst tun können und da einige Freiheiten haben. Ja. Und Print ist natürlich der Partner noch parallel zum Katalog Express, der ich glaube als vorletztes, glaube ich, mit dazugekommen ist.
Hat auch noch eine Historie, lange Historie, aber so viel dazu. USP, Catalog Express, ja, es gibt diverse Systeme, es ist wie bei den PIM-Systemen, ja, es ist halt ein Markt, der dann irgendwann belagert wird. Ich glaube, dass unser USP tatsächlich darin liegt, dass wir gerade uns mit diesen Industriestandards sehr gut auskennen, dass wir dort die Transformationen ganz gut hinkriegen. Unsere Entwickler, wenn wir die nachts anrufen, müssen die einen BME-Cut hoch und runter beschreiben können. Ja, der gute Herr hier vorne nickt, der das machen darf. das ist, glaube ich, so der große USP und dass wir einfach ein System haben, welches wir auch dynamisch tatsächlich dann immer weiterentwickeln. Ja, also das sind so die großen Dinge. Und es ist made in Germany. Ich glaube, das vergessen viele heutzutage auch noch. Also es gibt Made im Sauerland, ja, ja. Ich würde es tatsächlich gerne immer sagen, aber wenn da ein paar dabei sind, die Sauerland nicht kennen, denken sich, oh, die kennen nur Kühe, das ist auch nicht so cool. Viele Holländer kennen auch das Sauerland. Ja, dann, ja. Die kennen das auch, ja. Und wir auch ganz viele Holländer, ja. Genau. Was nochmal ganz spannend ist, auch beim Betrieb, dass wir eben auch... Das ist komplett cloud-ready, also wir können, das Ding kann atmen. Wenn ich jetzt hunderte von Katalogen parallel mit 100.000 Produkten generieren will, geht das auch. Das heißt, ich kann das auf ein sehr technisch jetzt, Achtung, Kubernetes-Cluster laufen lassen, der wirklich atmen kann, also dass wirklich in dem Moment die Ressourcen sich holt und nachher wieder nur ganz klein ist und wartet, dass neue Anfragen kommen. Das geht. Ich kann es aber genauso gut auf meinem eigenen Server irgendwo laufen lassen. Das heißt, ich kann das auch on-premise betreiben. Ne? Das ist also an der Stelle gar kein Thema. Das kann ich jetzt auch nicht mit allen Systemen. Aber es gibt verschiedene Systeme, die alles Mögliche können. Von daher ist das ein Thema, wo man gucken muss, ist das was zu mir passt? Und vielfach hängt es ja eben auch mit den Menschen zusammen, die da, wie die ticken, ob die genauso ticken wie man selber und einem da auch mit nach vorne bringen. Das ist ein wichtiges Thema von uns, was jetzt nicht mit dem Produkt zu tun hat, aber wo wir auch sagen, wir möchten das mit den Kunden auch zusammen nach vorne bringen. Das heißt, wir gucken uns auch an, zusammen mit dem Kunden, auf wie sind denn eure Kunden, mal so Fragebögen für den Vertrieb mit aufzubauen, zu sagen, kümmert euch doch mal darum, die Fragen bei dem Vertrieb zu stellen. Wie funktioniert denn die Suche in dem Shop, den du da betreibst? Wenn es für das ERP-System da ist oder das E-Procurement-System, wie tickt denn der? Dass wir da mithelfen, sagen, den Vertrieb auch mit fit zu machen, also eine Beratung drumherum zu machen, zu sagen, da helfen wir gerne mit. Also, okay, dann hätte ich die Anschlussfrage. Sehen Sie sich als reiner Softwareanbieter oder auch als Implementator oder auch jemand, der Projektmanagement mit betreibt? Das wäre ja auch ein entscheidender Unterschied. Ne? Also, viele verkaufen mir ihr Produkt und sagen, hier kannst du installieren, kriegst eine Schulung, 2 Tage, jetzt sieh zu. Ne? Die Frage ist ja, wenn man das als begleitenden Prozess sieht und mindestens mal die Anbauphase in einem vernünftigen Projektmanagement mit betreibt. Ja, perfekt beschrieben. Ich glaube, können wir nichts hinzufügen. Das ist tatsächlich das, was wir machen und auch machen wollen. Also, das ist ja ein entscheidender Unterschied, weil da fühlt sich ja der Kunde auch besser aufgehoben. Also. Ja. Der ist nicht gekauft übrigens, das hört sich ja so an. aber der Sauerländer und der Ostwestfali verstehen sich halt. Ne? Ja. Ja. In Hessen, in Willingen auf jeden Fall dann. Ne? Ja. Das ist das, was man will. Ja. Jetzt kommt der Kenner. Ja, insofern, ja, natürlich ein sehr interessanter Ansatz. Deswegen wollte ich fragen, weil das ist ein entscheidender Punkt, den ich glaube, den man auch hervorbringen kann und soll. Weil das, was Sie sagen, im Endeffekt entscheidet auch so ein bisschen das Gesicht zu Gesicht, ob man gut miteinander kann und nicht nur das reine Produkt. Okay. Ja. Ich bin jetzt auch nicht gekauft. Das ist ganz. Ich kann das jetzt nur bestätigen. Also Dirk Sommer und Herr Sauerland, die begleiten unser Unternehmen schon seit vielen Jahren, was das Lieferantenportal angeht. Und wir haben uns eigentlich wirklich immer nur so von Gesicht zu Gesicht gesehen, ohne dass ich selber involviert war. Und das heißt also, das Unternehmen ist sehr oft bei uns im Haus gewesen und hat also wirklich dann ganz konkret in der Praxis beraten und unterstützt. Also wenn irgendwas gewesen ist, also das kann ich also wirklich nur aus der Praxis dann nochmal unterstreichen. Wenn Ihnen das jetzt so wichtig ist, ist es ja immer ganz gut, wenn man da mal ein Feedback hat. Ja, schon. Also ich bin PM, Projektmanager, und ich weiß, wie so manche solche Dinge ablaufen, und man vergisst halt den Faktor des Stakeholders sehr oft. Ne? Ja. Irgendwas schön Kosten, Leistung, Termine, wo bleibt eigentlich der, der das Projekt entscheidet? Ja. Der Stakeholder, der wird leider oft vergessen. Und deswegen
sind wir ja auch im Projektmanagement auf anderen Wegen unterwegs, dass wir nicht mehr wasserfrei machen, sondern agil. Ne? Genau, ja, genau. Dinge abzufangen. Korrekt. Schnell den Effekt des Erfolgs zu haben. Ich, hier, ich gebe dir eine Aufgabe. Wir treffen uns in 3 Jahren wieder. 10 Millionen Jahren mit 42 wieder. Ne? Sondern 7,5. 10 ist die neue Frage. Ja, wir können Durchschnittsergebnisse haben. Das ist, das, wenn das nächste Mal auch ausmacht, ist das sehr gut an. So verstehen wir uns schon. Ja. Sie hatten ja jede Menge Plattformen jetzt aufgeführt. Ariba war aber immer nicht dabei. Doch, Ariba haben wir auch schon angebunden. Über die, also mit SAP, mit, also, sind, also können wir uns gerne mal unterhalten, also die tolle Excel-Listen, wo die auf 5000 Produkte begrenzt sind und solche Späße, die machen, also ganz tolle Sachen, also wir lieben das. Aber wir leben ja von dieser Komplexität, also dürfen wir uns auch nicht beschweren. Es ist toll, dass Ariba es so kompliziert macht. Obwohl sie ja schon seit, ich glaube, ich kenne die seit 15 Jahren auf jeden Fall und eigentlich können die seit 15 Jahren BME-Card und bis heute können sie es nicht. Also aber haben wir auch schon angeboten, ja. Um die Frage zu provozieren, ich mache das ja die ganze Zeit hier. Ist halt das Excel-Logo auch größer als das Print-Commit-Logo? Oh, jetzt kommt es in Details. Hier. Hat noch jemand eine Frage? Nein, aber das Schlimme ist ja in der Tat, dass man oft eben auf Excel-Quellen ja. stößt. Und das ist so, ja. Auch wir sind Druckdienstleister, ne, in Ostwestfalen und wir sollen Kataloge produzieren, Produktionskataloge. Viel mit dem Print-Commit und dann kommt plötzlich da so eine Quelle um die Ecke und Mockups des Kataloges kriege ich in PowerPoint und die Daten in Excel und Bilder, ne, hier was zum Beispiel, die wir vorhin bei Zellung hatten, die Bilder so ankommen und jetzt macht man einen Katalog daraus. Ja, schick, ne? Ein Wahnsinn. Das ist eine Meisterleistung. Ja, ich bin auch erstaunt. Und wir machen Papier bunt, also wir machen die 3%, die der Horst Huber vorhin angesprochen hat. Und da sehr viel, ne? Aber ja. Interessant, wie Datenquellen heutzutage immer noch aus. Ist aber überall so. In den Unternehmen, wo wir in den Projekte reinkommen, gibt es eigentlich fast keinen Fall, wo das nicht noch der Fall ist. Aber das ist einfach so. Das finde ich schon stark. Da könnte auch gleich von da gedruckt werden, oder nicht? Ja, kann man auch PDFs generieren. Das ist noch getoppt in Japan. Ja, in Japan werden viele Kataloge in Illustrator gemacht. Oh, Hammer. Kein Schatz. Deswegen machen Sie Plugins für uns. Nein. Ja, nee. Mehr wegen Verpackungen und Etiketten, aber nee, das ist tatsächlich, haben wir den ein oder anderen japanischen Interessenten, den wir nicht davon überzeugen können, bei der Katalogproduktion auf InDesign zu gehen. Und sagen, okay, Wahnsinn. Kauf Illustrator Plugin. Ab einem gewissen Punkt wird man im Sales sehr auch pragmatisch. Ja, ich möchte schon Seiten berechnen. Seiten braucht man nicht, ne? Nein, alles gut. Horst? Ja. Ach, wie schön. Lesung. Horst kann nicht nur filmen, kann auch hohe Literatur. Bevor ich starte mit der Lesung, noch ein kleiner Fun Fact. USP von Nexoma aus unserer Perspektive. Jetzt kommt's. Ich hatte schon angedeutet, dass es ja eine Historie gibt mit Print. Aufgrund relativ tragischen Umständen kann man das so formulieren, hat aufgrund des Todes, kann man sagen, ja, eines Geschäftsführers, hat dann Nexoma einen unserer ältesten Partner praktisch übernommen, das Team. Von daher gesehen, Fun Fact, der Mann, der neben mir ist, vielleicht kannst du es kurz aufstehen, Andreas. Wenn ich vorstellen darf, Andreas Hengsbach ist der drittälteste Consultant vom Print Commit bei unserem Partner. Das wusste ich noch gar nicht. Das schreibe ich mir jetzt auf. Und für deine siehst du echt gut aus. Danke für den großen Namen. Ja. Hatten wir morgen Personalgespräch? YouTube wären, würden wir natürlich hier jetzt Affiliate-Links haben, um dann auf Amazon zu bringen. Hier, das ist dieses tolle Buch, wo auch dann irgendwann mal die Frage auf die Antwort des Kosmos beantwortet wird. Das wäre jetzt ein böser Spoiler, wenn wir das jetzt verraten würden, aber ich lese was anderes vor. Aber zurück zur Lesung. Die Geschichte jeder bedeutenden galaktischen Zivilisation macht 3 klar und deutlich voneinander getrennte Phasen durch. Das wahre Überleben, die
Wissensgier und die letzte Verfeinerung allgemein auch als die Wie-, Warum- und Wo-Phase bekannt. Die erste Phase zum Beispiel ist durch die Frage gekennzeichnet, wie kriegen wir was zu essen? Die zweite durch die Frage, warum essen wir? Und die dritte durch die Frage, wo kriegen wir die besten Wiener Schnitzel? In der Jetzt gibt es Essen. Ich glaube, sehr enttäuschend kann ich die letzte Frage, wir sind offensichtlich noch nicht in der dritten Phase der Zivilisation angekommen, es gibt keine Wiener Schnitzel, welche große Enttäuschung. Ich muss mich dafür entschuldigen. Zu euch, aber an euch mein Dank für einen ganz tollen Vortrag. Und wenn es auch keine Wiener Schnitzel gibt, was anderes Leckeres zum Essen. Ganz lieben Dank. Dankeschön.